Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Part von Starshine Legacy. Im letzten Part sind wir durch den dunklen, düsteren Wald geritten und sind von dieser Schnepfe hier, der da, mit dem bösen Pferdchen Khan verfolgt worden. Das wissen wir, weil wir schon Star Stable Online alle gespielt haben. Und ja, die Sabine hat's faustdick hinter den Ohren. Jetzt sind wir in Level 7 angekommen, das Rennen. Und ja, der Tag des Rennens ist gekommen und nun ist es Zeit, allen zu zeigen, ob du mit Starshine den großartigen Ritt durch den Wald wiederholen kannst. Sabine ist deine Gegnerin und sie zeigt deutlich, dass sie dich nicht leihen kann, aber davon lässt du dich nicht beeindrucken. Schließlich hast du in den anderen Mädchen gute Freundinnen gefunden, vor allem aber ist Starshine dein treuester Freund. So, nun gut, dann würde ich sagen, legen wir direkt los und machen die Sabine hier fertig. Der Tag des Rennens. Heute ist der Tag des Rennens. Ich gehe wohl besser zu Hermin und den Mädchen und rede mit ihnen, damit ich wirklich vorbereitet bin. Okay, machen wir das. Nun ist der Tag da, Lisa. Du hast ja bereits unter Beweis gestellt, was für ein mutiges und einfallsreiches Mädchen du bist. Du wirst jetzt in einem Rennen gegen Sabine antreten. Khan ist schnell, aber Starshine hat trotzdem eine faire Chance. Hallo, Josh. Ich werde dich anfeuern, Lisa. Übrigens, ich habe gehört, du machst auch Musik. Ganz egal, wie das hier ausgeht. Ich würde dich sehr gerne einmal spielen hören. Hier hast du meine Handynummer. Ruf mich doch einmal an, wenn du Zeit hast. Okay, da kommt Sabine mit Khan. Ah, der sieht schon so böse aus, wie der Teufel in Person. Das Pferdchen, der guckt so grimmig. Hallo Lisa, mach dich auf was gefasst. Du und dieser nichtsnutzige Gaul, ihr werdet euch heute ganz mächtig blamieren. Oh, hallo Josh, was hast du denn mit der zu schaffen? Hallo Sabine, hallo Khan, ich wünsche ihr nur viel Glück, das ist alles. Beachte sie einfach gar nicht, Lisa. Jetzt sitz auf und glaub nur an dich selbst und an Starshine. Ja, mache ich. Ich sitze auf. Los geht's. Das Rennen besteht aus drei Läufen. Für einen Lauf muss die Rennbahn dreimal umrundet werden. Die erste, die nach dreimaligem Umrunden die Ziellinie erreicht, hat den Lauf gewonnen. Die beste aus allen drei Läufen ist die Siegerin dieses großen Rennens. So, es geht los. Du kennst die Regeln. Denk dran, drei Läufe mit je drei Runden. Die beste aus den drei Läufen ist die Siegerin. Möge die bessere Reiterin gewinnen. Ja, das habe ich ja verstanden. 3. 2. 1. Los, Starshine! Höher! Okay, im Moment ist Sabine uns noch dicht auf den Fersen. Aber wir schaffen das schon. Hui! Also groß ist die Runde hier ja nicht, ne? Also hätte ich mir ein bisschen größer gewünscht. Wo ist Sabine? Ach, da. Okay. Sie lässt also nach. Wahrscheinlich bremst sie in den Ecken, in den Kurven etwas ab. Das haben wir aber nicht nötig, war es da, Scheinchen. Juhu! Und noch einmal. Ach, das ist ja wirklich einfach. Ist ja ziemlich langsam. Naja, gut. Bin ja gespannt, wie es danach noch weitergeht. Oh, okay, den haben wir schon mal gewonnen, den Lauf hier. Ich hab's geschafft! Wir haben den ersten Lauf des Rennens gewonnen. Kaum zu glauben, dass Starshine gestern noch verletzt und krank war. Du hast einfach nur Glück gehabt. Wart's ab. Im nächsten Lauf bin ich schneller als du. Okay, nächster Lauf. Ich würde sagen, wir lassen der Sabine mal einen kleinen Vorsprung. Einfach, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Wir holen die wahrscheinlich sowieso ein. Und wenn nicht, haben wir ja immer noch einen dritten Lauf. Na, dann reite mal los, Sabinchen. Okay, los, Starshine. Hüa! Jetzt schnappen wir uns die.
Ist schön, mal was vorne wegreiten zu sehen. Das macht Spaß. Ist dann nicht ganz so leer hier auf Bild. Und sie wird wirklich in den Kurven langsamer. Und nimmt sie auch ein bisschen zu groß, habe ich das Gefühl. Oh, hey, was war das? Du hast mich blockiert, du doofe Kuh. Dich mache ich fertig. Du wirst schon sehen. Starshine und ich machen dich fertig. Wir holen dich noch ein. Oh, los, Starshine, gib alles. Go, Starshine, go, Starshine, go, go, go. Gib mir ein S, gib mir ein T, gib mir ein A, gib mir ein R, gib mir ein S, gib mir ein H, gib mir ein I, gib mir ein N, gib mir ein E. Und was kommt dabei raus? Starshine, Starshine, oh, Starshine, Starshine. Los, komm schon, Starshine, jetzt mach die Alte fertig. Und den Kahn. Aber doch, wenn man deren Vorsprung lässt, dann ist es schneller. Sie reitet nur halt, also sie ist nicht schneller, aber dann hat sie echt eine Chance. Sie reitet halt nur ziemlich langsam an. Und jetzt haben wir sie auch eingeholt. Und ich glaube, dass wir somit auch diese Runde hier gewonnen haben. Yeah. Wow, ich habe tatsächlich den zweiten Lauf des Rennens gewonnen. So schwer war es nicht. Aber Kahn ist schon ziemlich schnell. Wahrscheinlich mogelst du. Aber what's up? Im Endlauf hast du nichts mehr zu lachen. Was, jetzt gibt's noch einen dritten? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich meine, es ist doch absoluter Blödsinn, weil was will sie denn damit jetzt noch rausreißen? Ich habe jetzt schon zweimal gewonnen und es gibt nur drei Läufe. Und wer am meisten von den drei Läufen gewonnen hat, der hat halt auch das Rennen gewonnen, ne? Deshalb, aber egal. Machen wir das noch schnell, war es da, Scheinchen? Kriegen wir schon hin. Komm, wir springen mal. Whee! Schade, dass man hier nicht noch mehr über Hindernisse springen kann oder so. Das finde ich ein bisschen traurig. Da hätte ich mich gefreut. Aber vielleicht kommt das ja alles noch. Mal gucken, mal gucken. Yeah, yeah, yeah. So, erste Runde. Es ist echt lahmarschig mit Kahn. Und das, obwohl sie uns im Wald vorhin zweimal gekriegt hat. Zweimal? Ich glaube zweimal, ja. Einmal sind wir im Nichts verschwunden. Und zweimal hat sie uns gekriegt, glaube ich, ne? Ja, ich glaube. Na gut. So, letzte Runde. Yeah, yeah, yeah. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen, lauf, galopp, über Stock und über Steine, aber brich dir nicht die Beine. Hopp, 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 Pferdchen, lauf, galopp. Yay, das war's dann. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben dich fertig gemacht. Starshine, du bist der Beste. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Ha, heute hast du vielleicht Glück gehabt. Aber glaub mir, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Tja, scheinbar schon. Du hast es geschafft, Lisa. Ich freue mich so, dass du zu unserem Stall gehörst. Hallo, ich bin doch kein Pferd. Du warst super, Lisa. Es ist schon komisch, aber dank Starshine sind wir alle, Linda, Alex, du und ich, sehr gute Freundinnen geworden. Ja, das ist toll. Ich denke auch, dass der Beginn einer langen, schönen Freundschaft ist. Dass das der Beginn einer langen, schönen Freundschaft ist. Okay. Level 7 wurde abgeschlossen. Ende von Episode 1. Was? Schon? Ist doch wohl nicht wahr, oder? Es waren doch jetzt gerade mal 4 oder 5 Parts, oder? Also das war jetzt ein bisschen mickrig, meiner Meinung nach. Oh, ein junges Mädchen und ein ganz besonderes Pferd sind durch ein starkes Band miteinander verbunden. Ein Band, das in dunklen Zeiten auf die Probe gestellt wird, um sich dann noch weiter zu festigen. In Jorvik lauert eine finstere, unheimliche Macht. Und die Zeit wird es an den Tag bringen, dass einzig und allein die Freundschaft vermag, gegen diese Macht anzukommen. Okay. Ja, ihr Lieben, das war es dann wohl schon mit Starshine Legacy Episode 1. Ganz schön mickrig, meiner Meinung nach. Vor allem für diesen Preis. Also die Spiele sind echt verdammt teuer, ne? Ich glaube, ich habe jetzt für alle 4 Spiele zusammen 60 Euro bezahlt gehabt, ja. Und das sind gebrauchte Spiele, die sind nicht neu oder so. Und wir haben ganz viele Sterne übersehen. 2, 4, 6, 7 Sterne haben wir nicht gefunden. Aber egal.
Ja, also ganz ehrlich, für diesen Preis finde ich das echt mickrig. Ich meine, ich habe gesehen, dass einzelne Spiele an die 20 Euro davon kosten, gebraucht. Und dann ist jetzt vielleicht, ja keine Ahnung, 4 oder 5 Parts da dran. Das heißt, 1 oder 1,25 Stunden und... Vielleicht auch 1,5 Stunden, aber das war echt... Naja, gut. Das Spiel an sich ist ganz putzig gemacht. Den Preis finde ich halt nicht so gut. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt meiner Meinung nach nicht überein. Aber okay. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und ja, ich denke mal, im Anschluss werde ich dann direkt die Episode 2 spielen. Und dann, wenn das vorbei ist, gleich Episode 3 und natürlich auch Episode 4. Und dann gucken wir mal weiter. Okay, ihr Lieben, dann danke fürs Zuschauen erstmal und wir sehen uns dann, ja, in Episode 2 wieder. Ciao!